Hallo und willkommen zurück zu Skyrim, den Abenteuern von Lydia und Knorria. In dieser und den nächsten Folgen eventuell werden wir hier die Mission von aus den tiefsten Tiefen, das war eine Argonierin, machen. Und da müssen wir ein Lexikon der Dwemer nach Anvanchsel zurückbringen. Okay, und das werden wir jetzt machen. Ja, ja. Das heißt, wir werden wahrscheinlich unterwegs auch auf Fallmeer etc. treffen. Und auf Zwergenkonstrukte. Mir gefällt es hier nicht. Mir ist, als würden wir beobachtet. Oh, Enno. Das ist ein Kinderspiel drin. Wir gehen rein, stehlen das Lexikon und gehen wieder. Immer ruhig bleiben. Wenn ihr beiden das nicht hinbekommt, können wir auch andere anheuern. Ja, nun, ihre Dienste werden mehr als ausreichend sein. Lasst uns fortfahren. Also hat das Lexikon quasi die Erinnerung der Argonierin abgespeichert. Und die sehen wir jetzt, wenn wir den Dungeon bestreiten werden. Okay. Oh, das hat sie doch noch eine Spinne an, genau. Ach, scheiße, dass ich meinen Bogen verkauft habe. Mensch, Lydia, wieso hast du nichts gesagt? Das kann ich auch gar keine Seelen ziehen im Moment. Außer mit dem Seelenzauber, aber der ist ja auch nicht so prall, ne? What? Die explodieren. Was ist da los? Hallo? Puh. Eisen, 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 Eisen. So, was haben wir hier? Das ist auch mit aufgebaut, okay. Hä? 8? Ah ne, 7 war es so. Ja, nehmen wir mal alles. Können wir nachher noch wieder alles wegschmeißen, was wir zu viel haben? Nö. Das nehmen wir mit, das Gold. So, mit dieser Ort ist unglaublich. In der Tat. Avanchsel ist die Bibliothek der Stadt. Erbaut als Aufbewahrungsort für die schier unendlichen Erinnerungen der Dwemer. Wo geht's da lang? Schauen wir mal. Wup, wup, wup. Ist das ein anderer Eingang? Ein Centurio. Ne, Sphäre, kein Centurio. Oh ne, da, wo geht's da hin? Der Balkon. Okay, warte mal, kann man vielleicht doch, das glaube ich, nämlich nach draußen. Also der Balkon. Ja. Und da, ja, okay, passt. Können wir hier ruhig weitergehen erstmal. Ist von an. Achso, das wird dann wahrscheinlich der Ausgang sein, okay. Oh, die ist überladen.
Ach so, wenn die überladen sind, explodieren die. Alles klar. Scheiße, jetzt habe ich das mitgenommen. Ah, ist egal. Ist egal. Ist egal. Ah. Oh. Viele Dampf animunukululululi. Loot. Lehrling. Ja, wir sehen. Wir sehen sehr Lehrling-mäßig, wie wir das öffnen. Yes. Oh, eine goldene Juwelenhalskette. Das wäre nicht schlecht. Oh, vorsichtig, wir wollen hier nicht runter. So, und das war's denn, oder was? Eine Kiste hier. Wow, das hat sich ja gelohnt. Es wäre wahrscheinlich auch noch ein anderer Eingang gewesen, schätze ich mal. Wenn man über den Berg geklettert wäre. Was haben wir hier? Le Skeleton. Oh, da geht's nicht weiter, okay. Zurück, Lüdi. So, dann können wir jetzt hier uns. Achso. Trottel. Trottel. Können wir jetzt hier wieder weitergehen? So, und jetzt müssen wir nach links, ne? Ja. Ich kann mir vorstellen, dass man hier irgendwo noch ein paar Sachen finden kann, indem man irgendwo raufspringt und dann weiterklettert. So Secrets. It's a secret to everyone. Woo. Bolzen. Gut, macht auch Sinn, dass sie denen hier Bolzen gegeben haben mit dem Dorngod DLC, weil sie ja eigentlich auch Armbrüste? Weil sie auch mit Armbrüsten schießen. Also die Centurios und die Sphären. Seelenstein Top. Bist du eigentlich, Lydia? Ach. Hat sie sich mal wieder irgendwo festgehängt? Oh. Oh, die war gar nicht aufgeladen. Wieso ist sie explodiert? Skilled. Blitze, Ring der Veränderung. Oh, ein Alteration Ring. Das ist nice. Damit können wir besser unser Silber umwandeln oder ein günstiger. Das finde ich toll. Das finde ich sogar sehr toll. Nope. Jupp. Seelensteins nehmen wir mal mit. Obwohl wir im Moment keine Waffe dabei haben, die das aufladen tut. Okay, wenn die dampfen, dann explodieren die auch. Schworener Pfeil 92. Ach so, das ist auch noch munitionsbegrenzt.
Alles klar. Das heißt, ich denke mal, wenn man die ganzen Pfeile verschießt, bevor die Zeit abläuft, dann verschwindet der Bogen wahrscheinlich auch. Würde jedenfalls Sinn machen. Aber 92 Bögen in der kurzen Zeit zu verballern... ich denke mal, das ist nur möglich, wenn man irgendwie Tränke hat, die die Dauer des beschworenen Bogens verlängert. Möglich. So, ist nur dann möglich. So, was haben wir hier? Ich glaube ja, ne? Hier hatten wir geguckt. Ja. So, was sagt die Tür? Da in die Richtung müssen wir. Okay, dann gucken wir natürlich erstmal. Sieht mir nach einer Falle aus. Und da ist auch die Schnur. Warte mal. Können wir da nicht einfach... Ja, können wir. Ach scheiße, jetzt habe ich hier wieder... Magica! Kommst du erst raus, wenn wir hier looten, oder was? Okay. Kein Gegner? Beschwere ich mich natürlich nicht. Okay, dann wollen wir mal weiter. Richtung Mission. Ist irgendwo Erz? Nee. Okay. Weiter geht's. Mission, Mission, Mission. Oh. Die leuchten rötlich. Warum ignorieren uns diese Metalldinge? Weil man schon selber wartet. Warten worauf? Das weiß scheinbar niemand. Vielleicht die Rückkehr der Dreamer. Vielleicht das Ende der Welt. Am besten erledigen wir die, die wir sehen. Nur um sicher zu gehen. Oh, ach so, das war. Das war eine Projektion. Ich wollte schon sagen, die sehen aber komisch aus. Oh, Kühnerett, nice. Zack, 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 zack. Animonculatorium. Oh fuck. Ja, das hat sich ja so angehört, also vom Namen her, als würde das hier Richtung Fabrik dieser Mechs gehen. Schauen wir mal, was da so auf uns zukommt. Nicht brechen. Ah, wunderschön. Ich sagte doch, dass wir einen Dieb anheuern sollen. Wir sind Diebe, Dummkopf. Wir stehlen den Würfel. Trotzdem kann keiner uns ein verdammtes Schloss knacken. Ja, das ist natürlich traurig. Oh, was ist das hier? Aha.
Da waren bis jetzt auch noch gar keine Fallen oder sowas. It's a secret. Oh, Blut. Obwohl doch die eine Tür, da war eine Falle mit den Speeren. Der Schießkunst, sehr schön. Ein Schießkunstring. Warte mal, den können wir direkt mal, können wir direkt anlegen. Weil den Schleichenring, den brauchen wir ja nicht mit lautlosen Stiefeln. Da haben wir hier Zwergenbogen und Zwergenpfeile. Sehr schön. Oh, hier haben die ihre Base gehabt. Dieser Ort ist riesig. Wirklich groß, ja. Ich war mir weder der Größe von Avanchenzell noch der Zeit bewusst, die wir zum Finden des Eingangs benötigen würden. Ein paar Stunden Schlaf, dann sollten wir es bis zum Ende durchziehen können. Well, die Tatsache, dass sie so ein bisschen wahnsinnig war, als sie uns das Artefakt gegeben hat, lässt auf nichts Gutes hoffen. Oder schließen. Ja. Augen auf, Augen auf. Die Schlitze im Boden hätte ich sehen müssen. Shit. Bin immer noch da. Na schön. Was denn? Was braucht ihr? Gut, verstanden. Ach, jetzt sehe ich da auch die Falle. Die ist da rechts, wo Lydia steht. Alles klar. Das hätte man sich auch sparen können. Oh, das ist ein Skillbuch links. Oh, Ebenerz, nice. Was kriegen wir hier schönes? Wiederherstellung. Okay, nehmen wir mit. Halt. Nö. Das wird auch ein bisschen mau hier. Quecksilber, ja. Dafür sind wir jetzt gestorben. Na gut, für den Skillpunkt, das ist ja eigentlich nicht schlecht. Das ist ja eigentlich nicht schlecht. Regale. Hmm.
Alchemietisch. Rubine, Granatsteine, oh, wunderschön. Okay. Oh, Trank natürlich direkt übersehen. Oh, ein aufgestandener Zenturion. Was ist das hier? Nee, ein Wächter. Alles klar. Achso, das ist der Rest von dem. Mhm. Na gut, ist ja auch hier die Fabrik der Animatrons. Oder Konstrukte oder wie auch immer. Was sagt die Karte? Oh, ist noch ein bisschen vor uns. Auf dieser Etage. Das lief ja gut. Wow, was ist hier los? Seelenstein und ein Zwergenhirn. Okay, ist hier hinter. Oh, Scheiße, der Wäsche. Scheint nichts weiter zu sein, okay. Oh, wunderschöner Killshot. Wunderschöner Killshot. Mondstein jetzt, yes! Mondstein, Rubin, Zwergenöl. Halb. Yep. Seelenstein. Wow. Oh, was sind das hier für Bugs? Da fehlen Texturen. Da auch. Ja, nö. Was ist hier los? Nur Textura. Der denn da auch? Ja, da fehlen die auch. Ah. Oder da fehlt eine Wand. Wer weiß. Wer weiß das schon. Ja, weil hier sind überall so eine Dings dran. Da sieht man das gar nicht. Hm. Was sagt eigentlich unser Gewicht? 310, ja, da haben wir schon ordentlich was zugelegt an Gewicht. Mensch. Na, da kommen noch bestimmt gleich wieder Kämpfe. Na. Nicht? Habt ihr nicht gesagt, dass diese Dinge schlafen? Ihr habt gesagt, dass sie schlafen. Ich sagte. Scheinbar haben ein paar von ihnen auf jemanden gewartet, der versucht, das Lexikon zu nehmen. Toll. Diese Person ist beschäftigt. Aha, man kann Erinnerungen Sachen klauen, das ist ja interessant. So, und wieder ziehen, da der ja gerade eh verschwunden wäre. So, jetzt dürfte hier nicht mehr weit sein. Ah, oh, das kann ja hier doch noch ein bisschen rumgehen, also. Ich wollte das jetzt eigentlich alles in dieser Folge schaffen, aber.
einiges an Spinnen. Oh. Fuck. What? Oh, come on. Sind auch überall noch so eine Dinger, wo wir hier rauskommen könnten. Zusätzlich. Und hier unten können wir auch hier rauskommen. Gucken wir mal erstmal hier oben noch, bevor wir runtergehen. Ne, hier sind überall Verschlüsse drauf. Okay, ne, hier ist nichts. Damit hier gar nichts belebt werden kann. Gleich mal leer machen. So. Dass mich das auch jedes Mal immer erschreckt, der Wahnsinn. Ach scheiße, jetzt habe ich da so einen Gammelteil mitgenommen. Ist ordentlich was drin. Wow. Das hat sich ja mal gelohnt. So, jetzt sind wir knapp bei einer halben Stunde. Wir sollten uns langsam mal sputen. Ja, nett ein Schild. Speichern. So. Ist hier was? Nope. Nope. Nope, 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 nope. Ist hier irgendwas? Nope, 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 nope. Und weiter geht's. Puh. Oh, da liegt eine Leiche. Da liegt eine Leiche. Speichern wir mal. Ist das Dwemer? Trenner. Ach, Trenner ist das. Dietrich Gold. Silberne Granatring nehmen wir mit. Hier ist doch eigentlich nirgendwo was. Was hat ihn denn getötet? Ist ja interessant. Warte mal, irgendwas stimmt hier schon wieder nicht. Rüstung, Stiefel, Kapuze, Diebesrüstung. Ich habe keine Armschienen an. Oh, hab ich meine... Ist ja irgendwas tierisch daneben gegangen. Oder auch nicht. Puh,
wollte gerade sagen, ich habe meine Handschuhe auch noch verkauft. Nicht nur, dass ich meinen Bogen verkauft habe, sondern die Handschuhe auch noch. Das wäre ziemlich ärgerlich gewesen. So. Schnappen wir uns das Ding und verziehen uns, richtig? Sobald wir das Lexikon haben, müssen wir es zu seinem Podium bringen. Ich weiß, was im Anschluss zu tun ist. Bald wird das Wissen des Lexikons mir gehören. Unser. Bald wird das Wissen des Lexikons unser sein. Natürlich. Das hört sich ja so an, als würde Wurzeln die Leute verraten haben. Gefällt mir gar nicht, weil sie scheinen nirgends. Oh, hello da unten. Scheinen ja nirgendwo hier. Hey, das ist doch unfair, wenn du uns von unten angreifen kannst. Wir können dich nicht beschießen. Hallo? Stein, Seelenstein, Bolzen, Öl. Oh, da kommt noch einer. Ich hab da was gehört. Oder? Nee. Waren die Zahnräder. Los. Ist ein bisschen verbuggt. Meine Fresse, ist das hier noch groß? Obwohl, da ist der Pfeil weiß. Irgendetwas stimmt hier nicht. Ja. Würde ich auch sagen. Irgendwas stimmt hier nicht. Warte. Speichern. So, ich muss nur sputen. Ich habe jetzt gar nicht mal so viel. Oh. Ja, zack. Können wir das so einsammeln? Ja. Okay, zack. Müssen wir nicht die ganze Zeit springen. Okay, los geht's. Und die Schlitze da, das hat nichts Gutes zu sagen. Und die Kicker auch nicht. Die einen da wahrscheinlich in die Klingen reinstoßen. Oh, Wurzel hat sie erwischt. Beobachtet die Wurzeln, heißt da, alles klar. Ach so, damit hätten wir wahrscheinlich die Fallen deaktiviert. Alles klar. Waren da gerade zwei Schmiedekonstrukte? Einer ist da noch. Oh, irgendwas haben wir gerade auf der. Ich habe kein gutes Gefühl bei dieser Sache. Ja, da hast du vollkommen recht. Ich denke mal, das Konstrukt werden wir wohl töten müssen. Aber es scheint kein Problem zu sein. Wobei man bei den Viechern aufpassen muss, den Dampfatem, den die machen können, der ist extrem stark und haut ordentlich auf die Fresse. Einen hatten die ja hier scheinbar schon umgehauen gekriegt. Oh, Brea. Also hat es hier alle erwischt, bis auf Tiefe. Na gut, da hätte man auch. Das hätte ich auch vermutet. Saphir. Okay, jetzt gucken wir uns hier noch um, bevor wir da das Ding reinstecken. Den Wurfel. Oder das Lexikon eher gesagt. Speichern. Kurz noch einen Blick auf die Karte. Okay, so weit geht's hier nicht mehr, weil es Schlüssel erforderlich, okay. Ja, denn. Unergründlichen Tiefen. Okay, da kann man jetzt nichts mehr aktivieren, also. Ja.
Das müsste dann jetzt die Tür hier offen sein. Das ist ja eher unspektakulär. Gold, 4 Stab. Oh, ein Vulkan. Oh, 56 mit. Yes! Mit Seelendiebstahl. Oh, geil. Geil. Frostresistenz, Schild, ja, Seelenstein und leichter Schutz. Mensch, das war ja mal eine schöne Kiste. Die gefällt mir. Den Bogen werden wir mal gleich hier. F und Q und Waffen und 1 und speichern. Schade, dass wir das Artefakt nicht mitnehmen können, aber ja, kann man nichts machen. Schipp. Mann. Okay, liegt hier irgendwo noch was? Nein. Jo, und jetzt müssten wir eigentlich hier sein. Ja, genau, wo wir dann hier zum Balkon kommen. Und da werden wir jetzt auch hin. Und von dort aus werden wir dann nach Whiterun peitschen und dann, ja, die Folge beenden. Da es ja doch ein ganz Teil länger gedauert hat, als ich eigentlich vermutet habe. Ja, hier war das, ne? Ja. So, und dann muss ich mich hier auf mein Ligaspiel vorbereiten. Chip. Ja. Oh, es ist inzwischen Tag geworden, ist ja auch schön. Wir werden mal noch hier oben hochklettern, oder? Ja. Vielleicht finden wir hier noch was. Ein Drache, ja. Ein Drachen hatte ich eigentlich nicht gesucht. Aber es scheint bloß ein einfacher Drache zu sein, also nicht weiter schwer. Ja. Wir kommen ja gleich. Ich wollte bloß mal eigentlich hier hochgucken, Drechelchen. So, Drache. I'm ready for you. No. Zwei Pfeile verkackt, ey. Oh. Ja, Lydia. Jetzt sollte er langsam landen. Hoffentlich nicht irgendwo, wo wir nicht hinkommen. Und schön, wie er da durch die Bäume, Welt durchfliegt. Komm zurück! Fuck! Ist er jetzt da hinten gelandet? Was ein Wichser, ey. Hoffentlich die spawnt er jetzt nicht. Oh shit, er ist aus dem Dings raus, aus dem Kompass. Das könnte natürlich heißen, dass er despawned ist. Scheiße, ich hätte ihn mal doch erschießen sollen in der Luft. Ich weiß nur nicht, ob wir ihn dann, ob wir dann seine Seele gekriegt haben, die wir jetzt wahrscheinlich nicht kriegen werden, weil er irgendwo ins Niemalsland geflogen ist. Ach scheiße. Flip. Aus dem Weg hier. Ich muss hier einen Drachen finden. Scheiße, ey. Kotzt mich jetzt gerade ein bisschen an. Avangunde?
Drache! Hallo! Speichern wir mal kurz. Der wird bestimmt irgendwo auf dem Berg gewesen sein, oder? Es scheint nirgendwo was zu sein. Ach, fuck. Fuck. Marp, 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 marp. Das ist so scheiße gemacht, Mensch, hier, echt mal. Echt mal. Was denkt ihr euch dabei? Ach ne, nirgendwo ein Drechelchen. Ach, es ist zum Kotzen. Ja, ist gut, dann werden wir da mal wieder runter. So. Kotzt mich jetzt ein bisschen an. Scheiß Drache. Jo. Ist ein bisschen ärgerlich, aber kann man nichts machen. So. Landen. So, okay, gut. Dann werden wir noch fix nach Whiterun porten. Also schnell reisen, zack. Bam. Und dann werden wir abspeichern und die nächste Folge wieder beginnen, unsere Taschen leer zu machen. Ah, nee. Das ist auch ein Ding, nee. Ogo Ogo Ladescreen. Ich hätte mir zwar noch gewünscht, dass wir noch das Level schaffen, aber ja. Hat nicht sollen sein. Okay, gut. Dann sage ich mal Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye!